Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute geht es um ein für mich sehr wichtiges Thema, nämlich mein Buch, was im November erscheinen wird. Willkommen in Neuland wird es heißen. Und ich erkläre euch heute auch anhand der Fragen, die ihr selber mir gestellt habt, warum ich dieses Buch für wichtig finde, gerade auch für die, die schon im Neuland zu Hause sind. Pia W123 fragt, was hat dich bewegt, dieses Buch zu schreiben? Zunächst mal, ich schreibe relativ viel. Das ist jetzt auch mein viertes Buch, was ich geschrieben habe. Ich habe früher mal für eine Zeitschrift geschrieben, die sich an Väter gerichtet hat. Die erste und einzige Väterzeitschrift Deutschlands. Was das Thema Neuland betrifft, habe ich es natürlich durch Oskar zunächst mal genauer kennengelernt und dann ziemlich intensiv. Auch aus drei Perspektiven, nämlich als Vater, dann als Manager sozusagen und jetzt seit einem Jahr auch selbst auf Instagram und YouTube. Und in Gesprächen mit Erwachsenen habe ich immer wieder so Fragen gehört wie, ja, was machen denn die da eigentlich? Und habe festgestellt, dass viele eben relativ wenig Ahnung haben von dem, was Jugendliche im Internet machen. Und dass die Vorstellungen, die darüber herrschen, so zum Beispiel auch in den Medien, oft ziemlich einseitig und falsch sind. Und in der Diskussion um Artikel 13, da entstand dann so allmählich dieser Gedanke mehr, auch bei dem Rezo-Video hinterher und der Reaktion der Erwachsenenwelt auf diese Proteste, dass ich da mal einen Beitrag dazu leiste, dass es vielleicht einen verständnisvolleren Umgang mit dem Thema gibt. Und ich glaube, so als Brücke zur Welt der Erwachsenen sind meine Voraussetzungen als Vater, Manager und selber Kreativer gar nicht schlecht. Lucky Butz oder Lucky Buzz fragt, worum geht's und das Wichtigste, welches Genre? Es ist natürlich auch ein Ratgeber, der sich an Eltern wendet, an Politiker, an Menschen, die mehr erfahren möchten über das, was Jugendkultur auf den Social-Media-Plattformen bedeutet. Es ist dann teilweise auch sachbuchartig, weil ich auch natürlich recherchiere, reflektiere, analysiere und insgesamt hoffe ich aber, dass es auch ein sehr unterhaltsames Buch ist. Ich erzähle viele Geschichten, habe Interviews drin, da kommen wir auch später noch zu. Lukas9911 fragt, wie wird der Aufbau des Buchs sein, die Struktur? So ein bisschen magazinartig, wie gesagt, also Bilder, Grafiken und Interviews gibt es auch, aber ansonsten habe ich einen Abschnitt, in dem ich zunächst mal abholen möchte, die Erwachsenen, weil eine wichtige Kernbotschaft ist, dass was auf den Social-Media-Plattformen passiert, nicht so anders ist als das, was man aus der eigenen Jugend kennt. Dieselben Bedürfnisse sind dort wichtig. Es gibt aber auch Unterschiede. Das ist mal so ein erster Teil. Und der zweite große Teil ist dann wirklich, was machen die dort? Also wo ich durch die einzelnen Apps gehe. Und dann gibt es einen großen Abschnitt, der heißt hinter den Kulissen, was vielleicht auch die Jüngeren interessieren könnte. Wie verdient man Geld? Was sind die Schattenseiten? Auch für einen Creator. Und am Schluss noch so ein bisschen eine gesellschaftliche Einordnung. Wie geht die Gesellschaft damit um, dass es plötzlich so eine neue Kommunikationsmöglichkeit gibt, wo irgendwelche blauhaarige Jugendliche plötzlich Millionen von Menschen erreichen können, ohne dass sie überhaupt jemals eine Fernsehredaktion betreten haben. Erik2000 fragt, wie lange schreiben Sie schon daran? Und Pia nochmal fragt, wie viel Zeit braucht es, so ein Buch zu schreiben? Also gut, ich beschäftige mich natürlich mit dem Thema schon ein paar Jahre. Der Gedanke, das Buch zu schreiben, kam mir vor 3, 4, 5 Monaten vielleicht. Ich habe mir einen sehr straffen Zeitplan gestellt. Ich war vor 6 Wochen etwa, glaube ich, in Hamburg, habe mich dann 8 bis 10 Stunden lang interviewen lassen, daraus praktisch ein Konzept gemacht und jetzt im Moment schreibe ich 30 Tage lang, kann man sagen, jeden Tag im Schnitt 4 Seiten und dann soll das Buchmanuskript am 30. August fertig sein, sodass das dann lektoriert wird, nennt man das, also überprüft wird, dann layoutet wird, dass es schön aussieht, dann muss es gedruckt werden und dann in die Stores gebracht werden und so soll es dann Anfang November erhältlich sein. Wie viele Seiten wird es ungefähr haben? Genau, 30 Tage mal 4 Seiten. Also ich ziele darauf, dass es ungefähr 120 Seiten, 112 oder 120 Seiten hat. Mir geht es darum, dass man das schnell mal an einem Wochenende liest. Es soll auch flüssig geschrieben sein, unterhaltsam sein. ITR8IF fragt, wird es das Buch auch als E-Book geben? Ja, genau, das soll es natürlich geben. Der Verlag, mit dem ich zusammenarbeite, ist sogar auf E-Books spezialisiert. Und im Frühjahr möchte ich auch noch ein Hörbuch machen. Max K. fragt, wie teuer wird es voraussichtlich sein? Das Buch selber in Druckversion soll 18 Euro kosten. Das E-Book, glaube ich, unter 10, also das ist dann praktisch die Variante auch für die digitale Welt. Und wo gibt es das Buch dann, fragt Olli B. 2006. Ja, überall. Also es wird ganz normal erhältlich sein, bei Amazon, in jedem Buchladen bestellbar sein. Und ich habe noch vor, für die Online-Community irgendwie ein Special zu machen, dass wenn ihr praktisch über meinen Affiliate-Link bestellt, dass ich euch dann noch ein
halbstündiges Special-Podcast mit Ausschnitten aus Interviews zu dem Thema und einem Ausschnitt aus dem Hörbuch zum Beispiel schenke. U-Berlin. Erwachsene haben das Internet aufgebaut. Warum muss man es ihnen erklären? Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Das war auch so eine Haltung, die die CDU-Politiker in dieser Rezo-Debatte hatten, dass sie gesagt haben, was heißt, wir können kein Internet? Ich habe doch schon so lange Twitter und ich habe doch schon so lange Facebook. Ich habe das, glaube ich, in dem Buch irgendwo so ausgedrückt. Das Besondere an Neuland ist, dass der Eingang so schwer zu finden ist, weil viele glauben, sie seien schon drin. Das Neuland, was ich meine, ist die Jugendkultur im Internet. Natürlich sind sehr viele Menschen über 35 auch auf sozialen Plattformen, aber ich denke, sie nutzen sie anders. Fabian.pau1 fragt, soll das Buch auch Jugendliche ansprechen? Ja, natürlich. Also ich glaube einerseits, dass solche Sachen, wie man Geld verdient auf YouTube oder was auf Creator-Seite so hinter den Kulissen, ja, vielleicht auch schwierig ist, dass vielleicht das auch Jugendliche interessieren könnte. Insofern glaube ich, dass es auch was Neues gibt. Curly2605 fragt, wird sich dieses Buch auch für Leute lohnen, die das Neuland schon kennen? Also lohnen, glaube ich, wird sich's auf jeden Fall, wenn Menschen entscheiden, was da passiert, was verboten wird, welche Upload-Filter es geben soll oder ob vielleicht die Meinungsäußerung eingeschränkt wird oder nicht mehr jeder einen Twitch-Kanal betreiben kann, dafür eine Rundfunklizenz braucht oder auch Eltern, die sich überlegen, wie viel soll mein Kind da auf den Medien online gehen dürfen, wenn die was davon verstehen. Ich glaube, dass das Verständnis sich auch gerade für die Leute lohnen wird, die das Neuland schon kennen. EFG Rollig fragt, wie wäre es mit einem Glossar der Jugendsprache? Ich habe ein Glossar, da habe ich euch ja gefragt und ihr habt mir auch eine Liste von Begriffen genannt, die ihr fandet, dass wichtig sind, erklärt zu werden. Ich habe hier der Reihenfolge nach Hashtag, Vlog, Influencer, Meme, Abos, Like, Dislike, Feed, Story, Follower, Ehrenmann, Beef, Clickbait, Community, Upload, Post, Cringe, Q&A und so weiter. Ich habe fast alle Begriffe irgendwo in diesem Buch erklärt und teilweise auch in einem extra Abschnitt, einem Sprachführer für Neuland sozusagen. Zum Beispiel Prank. Das englische Wort bezeichnet einen Streich, bei dem man andere hereinlegt oder erschreckt und die Reaktion mit versteckter Kamera aufnimmt. Ein Prank sollte möglichst witzig und dabei harmlos sein. Die Revanche nennt man Reprank. Mein Sohn räumte in meiner Abwesenheit mein Arbeitszimmer leer und filmte dann die Reaktion. Negativbeispiele sind für mich inszenierte Raubüberfälle, die beim Prank Opfer Todesangst auslösen. Jordi Kui, was denkst du als Vater, wie viel sollte man mal als Eltern von Social Media ausprobieren? Ich glaube, dass man als Eltern auch diesen Reiz oder auch den Suchtfaktor oder auch den Spaß, den man damit haben kann, kennen sollte. Man muss es dann nicht Wochen und Tage lang betreiben, aber mal ausprobieren und reinschauen, am besten mit den Kids zusammen, die vielleicht auch zeigen, was sie daran gut finden und dann am besten nicht gleich urteilen, sondern einfach nur mal anschauen. Das finde ich auf jeden Fall wichtig. Die letzte Frage von U-Berlin, ist dein Blick auf das Internet nicht eigentlich der Blick von Oscar? Nee, ist er eigentlich nicht. Es hat viel damit zu tun, dass ich natürlich durch Oscar das Internet anders kennengelernt habe. Aber er hat erstens mal einen anderen Blick. Er reflektiert sich ja anders als ich. Ich bin ja auch mehr als doppelt so alt. Und außerdem unterhalte ich mich viel mit anderen auch, um diesen Blick noch weiter zu erweitern. Und deswegen habe ich Interviews auch mit Oscar, also sein Blick ist drin in dem Buch. Aber zum Beispiel mit Christian Solmecke habe ich ein Interview über die rechtlichen Fragen, die für Nutzer auftreten können. Mit Felix von der Laden werde ich hoffentlich nächste Woche ein Interview führen. Ich habe Leo Ballis, die auf Instagram und TikTok sehr erfolgreich ist, die so ein bisschen die weibliche Sicht auf das Ganze sehen kann. Ich habe mit Timo Wölken mich getroffen in Brüssel, der zu dieser politischen Diskussion gut beschreiben kann. Mit Charles Barr, der eine Agentur hat für Social Media Influencer oder Youngfluencer, wie er es nennt, der selber erst 17 ist. Super interessantes Gespräch natürlich. Ja, so habe ich ein paar wirklich fundierte Experten auf ihrem Gebiet noch dazugeholt, die mit Interviews in diesem Buch vertreten sind. Ich hoffe natürlich, dass euch das interessiert. Vor allem geht es mir darum, dieses Verständnis zu wecken für Neuland in der Gesellschaft. Und das fände ich natürlich super, wenn ihr euch daran beteiligt und mit verbreitet und zum Beispiel dieses Video jetzt liked und anderen teilt und kommentiert, was ihr davon haltet. Vielleicht mir noch letzte Sachen mit auf den Weg geht, was ihr unbedingt findet, dass ich noch berücksichtigen sollte. Ich hoffe, ihr folgt mir auf Instagram, seid auch nächstes Mal wieder dabei und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Bis dann, euer Dieser Dad.